Sterben und Tod in Europa hat sich im letzten Jahrhundert entscheidend verändert. Bezüglich der Ursachen, bezüglich des Zeitpunktes im Lebensablauf und bezüglich des Ortes. Vor 100 Jahren starb man aufgrund von Infektionen, unterstützt durch Hungersnöte und Epidemien, denke Stichworte Säuglingssterblichkeit, Kindbettfieber. Man starb im Lebenszyklus jederzeit, vom Kindheit bis zum Greis. Man muss nur über die alten Friedhöfe gehen und sich die Grabmäler angucken. Und man starb unabhängig von der sozialen Schicht, ob Handwerker oder Kaiserkinder. Der Ort, man starb zu Hause, weitgehend damit in der Familie. Inzwischen sind die Ursachen des Sterbens zunächst ideologiebedingt und kriegsbedingt. Im Krieg 1870-71 gegen Frankreich gab es auf deutscher Seite 67.000 Tote. Im Krieg 1914-18 gab es auf deutscher Seite 2,4 Millionen tote Soldaten und viele hunderttausend sterbende ältere Frauen und Kinder aufgrund der extremen Hungersnöte ab 1915. Im Krieg 1939-45 gab es auf deutscher Seite 7 Millionen Tote. Sie waren in den KZs ermordet worden, weil sie Juden waren oder weil sie Sinti, Roma oder Zeugen Jehovas waren oder politisch im Widerstand. Sie fielen über 4 Millionen als Soldaten, weitere kamen auf Flucht während der Vertreibung und durch den Bombenkrieg und den Folgen des Krieges ums Leben. Aber durch den von uns begonnenen Krieg gab es in Europa noch weitere viele Millionen Tote. Ich nehme nur zwei Zahlen. In Polen gab es 3 Millionen nichtjüdische Tote und 3 Millionen jüdische Tote. In Russland gab es 27 Millionen Tote, 13 Millionen Zivilbevölkerung, 14 Millionen Soldaten, und von diesen 14 Millionen sind in deutschen Kriegsgefangenenlagern 3 Millionen systematisch verhungert worden. Das heißt also, der Ort des Sterbens, die Ursachen des Sterbens waren nicht mehr Infektionskrankheiten, sondern waren Mord, Totschlag und Krieg. Und wir wissen, dass der Tod und damit der Abschied von diesen Menschen nicht mehr direkt am Grab erlebbar war. Ab 1942 wurden die Toten aus dem Krieg nicht mehr nach Hause gebracht, um hier beerdigt zu werden, sondern sie wurden irgendwo verscharrt, vielleicht vorübergehend noch beerdigt. Ihr Schicksal blieb sehr oft unbekannt. Bis heute zählt die Stelle in Bad Arolsen über 1 Million Vermisste des Zweiten Weltkrieges, von denen kein Mensch weiß, wo sie liegen und wie sie umgekommen sind. Und es war auch nur eine indirekte Information noch, denn der direkte Tod, denken wir an die Insassen und Häftlinge in den KZs, sie wurden ja nicht nur ermordet, sondern sie wurden verbrannt und ihre Asche irgendwohin verstreut. Es gab keinen Ort mehr zum Trauern. Und so war auch eine entscheidende Aufgabe nicht möglich, nämlich zu trauern über den Verlust. Der Tod war damit nur noch indirekt erlebbar. Heute wird aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung spät in der Regel gestorben. Heute haben 60-jährige Männer eine durchschnittliche Lebenserwartung von 21 Jahren und 60-jährige Frauen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 25 Jahren. Das heißt, dann lebt noch die Hälfte.
Und damit stellen sich eine Reihe von Fragen. Welche Jahrgänge sterben jetzt? Wie weit sind sie durch die damalige Zeit geprägt? Welche zeitgeschichtlichen Erfahrungen haben sie gemacht? Und in welcher Form sind sie Sterben und Tod begegnet? Die heute 90-Jährigen waren bei Kriegsende 1945 20. Es leben noch 100.000 Männer und 400.000 Frauen, geprägt durch den Krieg, ihre Erfahrungen, ihre Taten und ihre Ideologie. Die heute 80-Jährigen waren bei Kriegsende, wie ich auch, 10. Die heute 70-Jährigen wurden in die Nachkriegszeit hineingeboren. Und die erst 60-Jährigen sind erst lange nach dem Krieg geboren worden. Wodurch wurden sie geprägt? Die damaligen Kinder und Jugendlichen wurden geprägt durch die Ideologie und die Erziehung des Dritten Reiches. Im Kindergarten, in der Schule, in NS-Jugendorganisationen, und ich erinnere an Hitlers Ausspruch, dass er eine Jugend zurechthämmern wollte, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie die Windhunde. So sind wir alle erzogen und geprägt worden, obwohl uns das möglicherweise nicht so bewusst ist. 80% der Lehrer damals waren Mitglieder im Nationalsozialistischen Lehrerbund. Viele von uns wurden erzogen nach dem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« von der Lungenfachärztin Frau Harrer. Dieses Buch erhielten alle Mütter von den Hebammen damals, und dieses Buch wurde bis 1985, man nahm nur die NS-Ideologie heraus, unverändert gedruckt, und wir schätzen 1,5 Millionen Exemplare. Und dort wird beschrieben, dass man die Kinder hart erziehen muss, ohne Nähe, ohne Gefühle, sie abrichten muss. Und ich erinnere mich, dass einige meiner Patienten selbstverständlich wussten, dass das im Bücherschrank ihrer Mutter stand. Keine gefühlsmäßige Wärme und keine Nähe und Bedürfnisse. Und wir wissen, dass die zurückgekehrten Väter, noch verhaftet in der Ideologie des Dritten Reiches, diese Erziehung fortgesetzt haben. Sie war ihnen aus dem Kaiserreich bekannt und sie wurde nur im Dritten Reich systematisiert. Was klappt hier nicht? Irgendwo ist hier was. Funktioniert nicht. Okay. Ich wollte eine Tabelle zeigen. Ich hoffe, ich kann es noch. Die verdeutlichen soll. Können Sie? Guck mal gerade, vielleicht sehen. Aha. Noch eins weiter. Aha, gut. So. Danke. Ja, so jetzt funktioniert es. Ist richtig. Jawohl, danke. Die verdeutlichen soll, dass die damaligen sogenannten Kriegskinder, das heißt die Jahrgänge 1928, 29 bis 1945, 47, in großem Umfang beschädigende bis traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Ich will die Liste nicht vorlesen. Entscheidend ist, dass sie in der Regel 3 bis 4 dieser Erfahrungen gemacht haben, und zwar über den Zeitraum von Monaten bis Jahren, beginnend mit den Bombenangriffen, den Ausbombungen, über Flucht, Vertreibung bis hin zu den Erfahrungen von Gewalt. Das heißt also, selbst miterlebt oder der Gewalt entsprechend ausgesetzt. Je älter sie waren, desto mehr wurden sie in den Krieg, Stichwort Flakhelfer und junge Soldaten, eingebunden. Aber was uns kaum bewusst ist, dass es einen Riss durch die Erinnerungen gibt, nämlich den Riss, dass 40% offenbar nichts erlebt haben, wie wir wissen. Da stimmen die abenteuerlichen Geschichten,
dass etwa schwarze Soldaten vom Panzer runter Kaugummi verteilt haben und dass man Flachsplitter gesammelt hat. 30% würden wir nach heutigen Maßstäben als ausgeprägt traumatisiert ansehen und 30% als beschädigt. Das heißt, man muss gucken, wie viele protektive, also beschützende Faktoren es für sie gab. Entscheidend ist für die Situation, ob sie in Ost oder West aufgewachsen sind. Im Osten, in der DDR, gab es keine Kriegskinder. Es gab auch keine Vertriebenen, sondern es gab nur Umgesiedelte. Die Faschisten waren im Westen und dieses Thema der Kriegskinder ist erst seit 1992, 1995 in der ehemaligen DDR aktuell geworden. Entscheidend für die Situation am Lebensende sind nicht nur die Erfahrungen, sondern die Gefühle, die damit verbunden sind. Die Gefühle lauten: Ich erlebe etwas Schreckliches, was mich überrollt, dem ich absolut hilflos ausgeliefert bin, was in keine meiner Vorstellungen und Erfahrungen hineinpasst und mir je begegnet ist. Ich kann mich auch nicht vorbereiten auf diese Situation. Sie ist immer wieder neu. Jede Katastrophe kann mich zerstören oder umbringen. Ich bleibe mit meinen Eindrücken und Gefühlen alleine. Die Erwachsenen, wenn sie da sind, kommen unter Umständen in Gefahr, verwundet, verschleppt, erschossen zu werden. Sie können zwar eine Bunkertür aufmachen, aber mehr auch, sie können auch das Chaos draußen nicht beseitigen und verändern. Das, was ich erlebe an Angst, Panik, Schrecken, Verzweiflung, Kummer und Sorge, kann ich auch keinem mitteilen. Denn die Erwachsenen, wenn sie da sind, sind mit sich selbst beschäftigt und keinesfalls für uns vorhanden und da. Und eine zentrale Erfahrung: Wenn es keine Toten gibt und ich an keinem Grab stehe, fehlt mir die Erfahrung zu trauern. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und eben, wenn man nochmal die Zahl der 1 Million Vermissten sich anguckt, wissen wir heute, dass die Mütter damals die Männer, damit heißt auch unsere Väter, nicht für tot erklärt haben lassen, weil sie hofften, die seien in russischer oder amerikanischer oder sonstiger Gefangenschaft und kehrten zurück. Und sie wissen, dass die letzten aufgrund der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Russland 1955 zurückgekehrt sind. Das heißt also, eine zentrale Erfahrung fehlt. Diese Kinder, die das erlebt haben, werden nach dem Krieg als massivst beschädigt, verhaltensgestört, auffällig, unterernährt beschrieben. 3 Jahre später ändert sich das Bild und sie wirken unauffällig, angepasst, funktionierend, schnell erwachsen werden. Und man muss sich fragen, wie haben die das fertiggebracht, dass Kinder danach plötzlich keine Auffälligkeiten mehr zeigten. Und sie haben es vermittelt mit Hilfe dessen, was die Analytiker Abwehrmechanismen nennen, folgendes: Haben doch alle erlebt. Aber was ja gar nicht stimmt. Es hat uns doch nichts geschadet. Das wurde über das Prügeln immer gesagt. Es hätte uns ja nichts geschadet. Wir haben es relativiert. Es war doch nicht so schlimm. Wir haben aufgespalten Inhalt und Affekt. Das heißt, die Affekte, die wir erlebt hatten, waren weg. Und wir wussten nur noch die sachlichen Geschichten, die dann nur noch auf Nachfrage erzählt wurden. Wir haben es ins Gegenteil verkehrt, wir haben nur die abenteuerlichen Geschichten erzählt, aber nie eben Schrecken, Panik und Verzweiflung, gemessen an den Idealjungen eines deutschen Jungen und eines deutschen Mädchens. Und bis 6 haben viele völlig verdrängt, was sie erlebt haben. Das heißt, die Eltern und die älteren Geschwister wussten noch etwas, was sie selbst nicht wussten. Unsere Gesellschaft hat sich nur nicht klar gemacht, dass wir zur gleichen Zeit 600.000 bis 800.000 Kinder und Jugendliche in die Heime weggesperrt haben. Und die Jahrgänge sind gleich. Bis heute wissen wir, da die Akten noch nicht ausreichend ausgewertet sind und unvollständig sind, aber wir haben sie weggesperrt. Es waren die störenden Kinder, mit denen die Mütter und die Behörden und die Umwelt nicht klarkamen, in die Heime.
Aber 1954 bei der einzigen Untersuchung finden sich keine Folgen des Krieges. Die Kinder haben normales Gewicht, normales Längenwachstum, normale Schulleistungen. Und bei allen Tests, die damals üblich waren, finden sich statistisch relevant keine Auffälligkeiten. Und damit scheint zu stimmen, von dem die Wissenschaft bis dahin ausgegangen ist, Kinder können Extremes erleben, aber auf Dauer beschädigt sie es nicht. Wie es so schön hieß, mit der Pubertät wächst es sich aus und der weiteren Entwicklung. In Wirklichkeit muss man aber sich vorstellen, dass es ein unbewusstes Bündnis war. Wir funktionierten, wir waren froh, dass wir wieder da waren und überlebt hatten und einigermaßen zurechtkamen. Unsere Eltern, wenn sie vollständig da waren, oder mindestens die Mütter, waren zufrieden. Erzieher, Fürsorgerinnen, Ärzte, Fachleute ebenso. Und damit verschwindet das Thema aus der Wissenschaft bis etwa 2000. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie geht's uns später? Die erste Frage ist, je älter die heutigen über 75-Jährigen sind, desto häufiger begegneten sie damals schon Sterben und Tod direkt. Im Kampf, bei der Bombardierung, bei Flucht und Vertreibung und dann eben, wie erwähnt, indirekt. Das heißt, dem Tod ohne Tote. Und die Toten blieben auf Dauer. Nein. Das ist falsch. Die indirekten Toten waren auch die Väter. Und wir wissen heute, dass in Deutschland ein Viertel aller Kinder nach dem Krieg vaterlos aufgewachsen ist und in Europa zwischen 13 und 20 Millionen. Und ein Großteil dieser Kinder hat aufgrund dessen, was ich berichtet habe, hat nie über ihre Eltern getrauert. Und dazu war der Verlust der Eltern, es gab etwa 200.000 Vollwaisen, und auch zumindest den Verlust der Väter, und gleichzeitig waren wir Jüngeren lange Zeit bis heute mit der deutschen Schuld identifiziert. Das heißt, wir haben uns dann gefragt, was haben die Väter gedacht, gesagt und getan. Das heißt also, wir wurden jetzt älter mit unseren verdrängten, geleugneten Gefühlen. Wir wussten zwar noch, was passiert war, aber nur noch auf der intellektuellen Seite. Und nun stellt sich die Frage, was bringt die Alternssituation mit sich und was bedeutet die Alternssituation für uns? Und wie wir alle wissen, trotz aller Euphorie über das Älterwerden und das befriedigt Älterwerden, und ich las gerade im Seniorenmagazin 33 gute Gründe, älter zu werden. Interessante Gründe, die dort aufgeführt werden. Aber wie wir alle wissen, bringt das Alter Folgendes mit. Für uns, die wir hohen Wert auf unsere Berufstätigkeit gelegt haben, entfällt identitätsstiftende Berufstätigkeit. Wer sind wir noch? Wir wissen, wir leben nicht mehr so lange und wir fangen an, über unsere Vergangenheit nachzudenken. Und wir sind zunehmend Bedrohungen und Verlusten ausgesetzt. Verluste an noch Älteren, an Gleichaltrigen, Partner, Partnerin, die Hälfte der Frauen verwitwet zwischen 65 und 75 aufgrund der älteren Männer und der kürzeren Lebenserwartung der Männer. Wir verlieren Geschwister, Freunde, Klassenkameraden, Schulkameraden, Arbeitskollegen und möglicherweise verlieren wir schon schrecklicherweise Kinder oder Enkelkinder. Wir verlieren Funktionen, physische Funktionen,
psychische Funktionen, die wir sehr stolz sind unter Umständen, und soziale Funktionen. Das heißt, wir sind aufgefordert, ständig Abschied zu nehmen und zu trauern. Und ich wiederhole meine Frage, hatten wir je die Gelegenheit, im Lebenszyklus trauern zu lernen? Und was kommt jetzt auf uns zu? Oder wenn wir nicht trauern können, erstarren wir? Depressiv. Und guckt man sich einmal an, ich hoffe, meine zweite Folie klappt jetzt. Ja. Es gibt einige Untersuchungen über die Kriegskinder, leider noch nicht so ganz repräsentativ, aber bei den unterschiedlichen Untersuchungen findet man eine Reihe von Symptomen. Und diese Symptome deuten in keiner Weise auf den Krieg hin. Es sind Angstzustände, vielfältiger Art, Panikattacken, es sind leichte Depressionen, es sind funktionelle psychosomatische Störungen und chronische Schmerzsymptome, es ist eine psychische Müdigkeit. Sie fallen auf durch die typischen Verhaltensweisen der Kriegskinder, von alles aufessen, nichts übrig lassen, sparsam sein, und sie gehen kaum und gut mit ihrem Körper um, das heißt, sie nehmen auf ihren Körper keine Rücksicht. Und diese Symptome werden weder von den Betroffenen oft noch von den Professionellen auf den Krieg bezogen. Und selbst wenn man versucht, daraus eine Diagnose auf den Krieg bezogen zu machen, posttraumatische Belastungsstörung, so findet sich zwar in Deutschland ein hoher Anteil, nämlich 7,25%, mehr als in den nicht vom Krieg betroffenen Ländern Europas und woanders, wahrscheinlich wären die Zahlen in Polen, Weißrussland, Griechenland oder im früheren Jugoslawien noch viel höher, aber sie wird nicht darauf bezogen und auch die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung deckt nicht ab, was es an Schäden möglicherweise geben kann. Das heißt also, das, was wir mitbringen, wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn es nicht von unserer Umwelt als alterstypisch und zu uns zugehörig angesehen wird, weist in keiner Weise auf den Krieg hin. Und dazu gibt es zwei Mechanismen, die unsere frühere Geschichte wachrufen können. Die Traumareaktivierung und die Retraumatisierung. Traumareaktivierung heißt, wir Psychoanalytiker sagen, das Unbewusste ist zeitlos, das heißt 50, 60, 70 Jahre spielen keine Rolle. Das Unbewusste wird wieder wach und zwar anlässlich einer Traumareaktivierung. Wir sehen einen Film. Wir lesen ein Buch, wir unterhalten uns, wir kommen zum ersten Mal in unser Leben an das Grab eines Elternteiles. Wir kehren unter Umständen als Vertriebene in den Ort von früher zurück und. Wir sehen eine Panzerkolonne auf der Gegenfahrbahn, wir hören ein altes Flugzeug über uns rüberfliegen und plötzlich ist alles in aller Intensität wieder da. Ich selbst habe es erlebt, als ich insgesamt 19 dieser Kriegskinder als Psychoanalytiker zwischen 1985 und 2000 behandelt habe, dass meine eigene Geschichte, vermittelt durch die Patienten und angestoßen, wieder in aller Härte und Bedrohung wach wurde. Und das Zweite ist eine Retraumatisierung. Wir erleben eine zweite, unter Umständen kleinere Traumatisierung. Ein Unfall, ein Überfall, ein Herzinfarkt, eine notwendige schnelle Operation, das heißt ein neues traumatisierendes Ereignis und damit ist alles wieder wach und wir sind dem absolut ausgeliefert. Ich habe es selbst bei meiner großen Herzoperation vor 5 Jahren erlebt. Die ersten 8 Tage danach waren katastrophal und ich war sehr dankbar, dass meine Familie um mich war. Und damit stellt sich die Frage, welche Aufgaben fallen noch für uns Kriegskinder an? Was müssen wir noch angehen, denn es wurde ja schon von dem Schweigen gesprochen. Und Michael Brumlik hat
hier vor 10 Jahren formuliert eine entscheidende Aufgabe. Wir müssen uns stellen der fast unerträglichen Zwiespältigkeit, dass wir unverändert und erst recht heute, damit es nicht dem Vergessen anfällt, fragen müssen, was haben unsere Eltern gedacht, gesagt und getan im Dritten Reich. Und gleichzeitig müssen wir uns dazu stellen, dass wir auch Leid erlebt haben und wir müssen beides aushalten, dass das beides in uns drin besteht und uns prägt. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, wir müssen darüber reden, über das, was die Elterngeneration, Großelterngeneration gemacht hat und was wir erlebt haben. Und wir müssen reden mit der nächsten Generation. Es wird geschätzt in Deutschland, dass zwischen meiner Generation und meinen Eltern fast nie geredet worden ist, was im Ersten Weltkrieg passiert ist und danach. Und zwischen uns und unseren Kindern 80% auch nicht geredet worden ist. Wir haben es ja vom Oberbürgermeister gehört, hat er gesagt. Welche Namen waren es, von denen ich nichts wusste? Welche Personen waren es, von denen mein Vater geredet hat? Das heißt, es ist unsere Aufgabe, endlich spätestens jetzt darüber zu reden, damit es nicht im Stummen eben verleugnet, vergessen, verdrängt wird, was passiert ist. Das dritte ist, wir müssen lernen, unter Umständen mit Hilfe, Abschied zu nehmen und zu trauern, damit wir eben nicht depressiv erstarrt sind. Und schließlich müssen wir uns bemühen, Hilfe anzunehmen in dieser Situation. Denn wenn wir weiterhin versuchen, autonom zu bleiben, Hilfe zurückweisen und sie nicht akzeptieren, dann sind wir später alleine, weil dann keiner mit uns arbeiten will oder uns betreuen und helfen will. Das heißt also auch, dass wir anfangen müssen, vorbereitet zu sein auf Traumareaktivierung und Retraumatisierungen. Das heißt, dass uns das jederzeit passieren kann und dass wir dafür Schutz und Sicherheit haben. Brauchen. Wie wir Kriegskinder, auch ich selbst, mit dieser Geschichte sterben werden, wissen wir nicht. Es ist nur zu vermuten, dass das, was wir erlebt haben, an Erfahrungen, Prägungen und Gefühlen uns bis in die Sterbesituation hinein begleiten wird. Unbeeinflusst jedenfalls glaube ich nicht, dass wir sterben werden davon. Und wir brauchen deswegen, um eben gegen unsere lebenslangen Ängste und Bedrohungen Schutz und Hilfe zu haben, brauchen wir Schutz und Hilfe von außerhalb. Und deswegen, meine letzte Aussage, benötigen wir zu unserer Unterstützung in der Sterbesituation eine zeitgeschichtlich sensible Versorgung, Pflege, Palliativbegleitung. Begleitung. Durch Sie als Professionelle und Ehrenamtliche, wir brauchen Verständnis, Schutz und Sicherheit, damit wir nicht zum zweiten Mal in unserem Leben in einer solchen Situation alleingelassen werden.